Hey, willst du mitkommen? Na. Ich brauche nur meinen Vogel und mein Pferd. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Let's Play Darksiders 2 von ihrem 93-2. Im letzten Teil haben wir uns ein neues Gewand gekauft, das mir richtig gut gefällt. Aha. Na warte du, dich mach ich zu Kleinholz. Und du auch. Na warte, oh, du hast mich erwischt. Ich kratze die Augen aus und die Eingeweide. Und all dein anderes Zeug noch, was sich so im Körper befindet. Die Truhe hätte ich beinahe übersehen. Money. Stücke neue Stulpen. 15 plus. Die lege ich mir doch gleich mal an. Ja, Verteidigung. Was für ein Zufall, dass ich jetzt Teile finde, die perfekt zu meinem neuen Gewand passen. Vagabundenumhang oder so ähnlich hieß es. Nun werde ich wirklich der Reiter tot. Mit gutem Aussehen. Moment, da oben ist ein Stein. Hey, bleib weg von meinem Pferd. Weg. Wo komme ich denn da hin? Oder bin ich hier rausgekommen? Also, hier muss ich weiter. Alles klar. Nee, wartet jetzt. Der Kreis zeigt woanders hin. Umdrehen. Entschuldigung. Diesen Weg muss ich wahrscheinlich ein anderes Mal gehen. Auf geht's, Verzweiflung. Auf in die Tiefen des Waldes. Wenn hier mal ein Wald war. Sieht ein bisschen abgekuckelt aus. Vorsicht. Vorsicht, Kreationskrieger kreuzen ihre Klingen mit mir. Moment, ich habe da vielleicht eine Idee. Schade. Ging gerade noch gut. Ich dachte, ich könnte irgendwie von Ruin abspringen. Nee, aber er tot springt nicht hoch genug, dass ich dort an den Vorsprung hinkomme. Alter, wo kommen die ganzen Kreationskrieger her? Ist doch gar kein Stein. Gut, ich folge jetzt einfach mal dem hellen Kreis auf der Karte. Der wird mich schon zu meinem Ziel führen. Wir müssen nämlich nachdem wir das Feuer des Berges befreit haben, jetzt die Tränen befreien. Denn eine Schmiede ist keine Schmiede, wenn sie neben Feuer nicht auch Wasser hat. Erstmal müssen sie ja mit dem Feuer das Metall erwärmen, damit sie es verformen können. Und mit dem Wasser dann schließlich dann wieder abkühlen, damit es seine Form behält. Ja, so viel weiß ich von Schmieden, wie die funktionieren. Ah, wie sieht Gegner automatisch an? Was habe ich gerade gemacht? Ist ein bisschen wie im Western. Und der einsame Reiter beginnt seine Reise von dannen. Was habe ich gerade gesagt? Hat gar keinen Sinn gemacht. Aber das führt mich doch wieder zurück. Hä? Bin ich bescheuert? Also, das war eine rhetorische Frage. Das heißt, die hat keine Antwort gewollt. Gut, einmal durch und... Aber da komme ich doch gar nicht hin. Oder ist es etwa Kahn, der mir den Weg frei macht? Anscheinend. Jetzt bräuchte ich nur noch einen Cowboy-Hut und dann fühle ich mich hier wirklich wie im Wilden Westen. Moment, nein. Ich komme da aber auch nicht an die Bomben dran, hä? Ich bin gerade wieder ein bisschen ratlos. Ach, der ist ja doch da. Na, mit dir soll ich mich unterhalten. Wir haben versucht, das Verderben einzusperren, aber es kam nichts Gutes dabei heraus. Ich könnte vielleicht ein bisschen Hilfe von dir brauchen. Kannst du mir da vielleicht weiterhelfen? Wenn du wirklich gehen willst, dann lass dich nicht aufhalten. Die Abenteurerei ist eine wunderbare Sache. Man weiß nie, was man findet. Sollte zum Beispiel eine Rüstung auftauchen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich sie vor Jahren verlegt habe. Wenn du sie finden kannst, stehe ich in deiner Schuld. Erst eine Schale, jetzt eine Rüstung. Also der ist sehr vergesslich. Ich mag ihn, der erinnert mich an mich. Solltest du nicht unterwegs sein? Nee, erstmal die Tränen des Berges. Bin ich auf dem richtigen Pfade? Was kannst du mir über die Tränen des Berges sagen?
Die Gussfestung liegt gleich hinter dieser Barriere. Sie war das Erste, was dem Verderben anheimfiel. Wir haben die Tränen des Steinvaters darin versiegelt, denn wir fürchteten uns vor dem, was passieren könnte, wenn sie sich verbreiten. Wenn ich Alia ihre Bitte erfülle, werden wir es bald herausfinden. Richtig. Und das Reich wird andere Zeiten erleben. Ob rein wie Regen oder schwarz wie Sünde, die Tränen werden diesen Stillstand beenden. Sehr poetisch, mein Freund, sehr poetisch. Wir müssen also das Verderben freilassen, damit wir weiterkommen. Na, das ist kein so schöner Austausch. Solltest du nicht unterwegs sein, mein Freund? Ja, hast du nicht irgendwelche Arbeit zu erledigen? Es ist seltsam, wie oft ich dich untätig vorfinde. Ohne den Baum des Lebensreiter bin ich hier genauso gefangen wie du. Ein paar Glückliche konnten entkommen, bevor der Baum verloren war. Zum Beispiel Ultan. Ultan! Das war der Erschaffer, den wir bei Darksiders getroffen haben. Der, dem wir schon ein paar Waffen zu verdanken haben. Zum Beispiel hat er im ersten Teil die Armageddon-Klinge für uns wieder zusammengefügt. Und wer ist Ultan? Nur ein weiterer Erschaffer. Hat einen großen Hammer, das ist alles. Als er floh, fürchtete ich mich, ihm zu folgen. Und das war gut so. Und warum? Nun, ohne meinen Witz und meinen Mut würdest du vielleicht noch immer den Kessel suchen. Da hat er recht. Finde Khans Helm. Verwenden Sie Erlösung RT, um Schattenbomben zu zerstören. Ach so, natürlich. Wir können ja jetzt auf die zielen. Anvisieren und. Ach so, da sind die Bomben. Achtung, gleich halten Sie sich die Ohren zu. Gleich gibt's einen großen Bang. Lauf weiter, Reiter. Ich ruhe mich etwas aus. Alles klar, ruh dich vom Stehen aus. Ich mach den Job schon. Also, jetzt gehen wir ins erste Gebiet, in der das Verderben dann Schattenklammer, wo das Verderben sich aufhält. Huhuhu. Das sieht sicher, das sieht wirklich verderblich aus. Vielleicht ein bisschen Schlecken. Nein, kann ich keinem empfehlen. Also, das schmeckt ekelhaft. Sieht ein bisschen aus wie Schwarzbeermarmelade oder Schwarzbeereiscreme, aber nee. Moment, ich muss mich ja umschauen, nicht, dass ich irgendwie ein Geheimnis übersehe. Ah ja, alles düster. Oh, haben wir da wieder unsere Monsterbacken? Na, meine Lieben, habt ihr den alten Christian vermisst? Das sind Monsterbacken, aber die sehen ein bisschen anders aus. Hey! Hey! Alter, Ätztau? Oh, das war ein Sticher. Kommt her. Ihr blöden kleinen Mücken. Ihr Stecher, ihr. Du alter Stecher. Kommt her. Alter. Hä? Na, warte. Dich erwische ich. Dich schneide ich nieder. Ja, zack. Alter, ja. Ich bin kein Ausweichtyp. Das ist leider wahr. Teleportschlag, jawohl. Oh, ein bisschen Geld. Danke. Kann ich euch irgendwie sofort finishen? Nein, geht nicht. Dann muss ich euch halt eigenhändig hier klein machen. Oh, ihr schaut einfach zu. Wo kommt ihr auf einmal alle her? Ach, die werden ausgespuckt. Alles klar, da muss ich die Knolle zerstören. Ich mache erstmal euren Kokon fertig. Und dann habt ihr nichts mehr zu lachen. Gib ruh, gib ruh, gib ruh. Alter, okay, jetzt können keine neuen Stecher mehr kommen. Oh, ich kann die doch sofort erledigen. Hä? Kannst schon. Ja, wie die fliegen, wie es sei. Bleibt unten. Monsterbacke. Oh, ist weg. Hey, bleib du da. So. Noch jemand. Monsterbacke. Vorsicht. Oh, der hat aber schnell aufgegeben. Zack. Noch jemand? Gut. Ah, da kann ich was zerschießen. Achtung. Feuer frei. Kabam. Ach, ich mag Schusswaffen echt. Wachst mir bloß nicht wieder nachverderben.
Habe ich hier ein Geheimnis gefunden oder sollte ich hierher? Moment, ich schaue mich erstmal um. Moment, ich habe hier eine Karte. Eine Karte. Das sagt mir jetzt nicht viel. Moment. Asche hat da drüben hingezeigt. Das heißt, hier ist der falsche Weg. Das heißt, hier gehe ich erstmal lang, um zu sehen, dass ich hier weiterkomme. Wo soll ich lang? Moment, da oben war was. Ich kann jetzt nicht sagen, welcher Weg jetzt der richtige ist. Ah, da oben ist eine Fährmannsmünze. Moment, die hole ich mir erstmal. Schau mal. Aha. Gut. Erwischt. Gut, vielleicht finden wir ja hier doch noch ein paar Geheimnisse. Hallo du, na, wie geht's? Okay, ich muss ein bisschen... Wartet doch kurz, ich muss nachladen. Das ist blöd mit der nicht unendlichen Munition. Na komm, ich zerquetsch dich mit bloßen Händen. Komm doch her. Da. Ach hey, die Monsterbacke sieht aber anders aus. Ja, runtergefallen. Haha. Du fällst auch gleich runter. Hier kann man nicht weiter. Wo kommen die alle her? Hä? Telefahrtschlag. Zack. Jawoll. Ist jetzt vorbei? Ist das Tor offen? Da. Shirio, Wespe. Stecher. Hey, willst du mitkommen? Na. Ich brauche nur meinen Vogel und mein Pferd. Wo soll ich weiter? Ich gehe jetzt doch den Weg lang. Anscheinend war das doch der richtige Weg. Ah. Moment, was macht der Hebel? Drück mal den Hebel. Gut, jetzt... jetzt können wir die ganze... Jetzt können wir wieder zurück. Gut. Dann schaue ich mich doch erstmal da hinten um. Weil da ist der richtige Weg, aber ich gehe auch gerne mal den falschen Weg, wenn ich ein paar Geheimnisse entdecken kann. Hüppala. Einfach fallen lassen, keine Sorge. Blup. Ja. Irgendwas hier? Vielleicht Unterwasser. Nee, nix. Außer Wasser, nix unter Wasser. Ja, alles klar. Was war das denn? Du machst mir hier... Oh, Münze. Danke. Bei Vulcrum können wir uns nämlich für Geld und diese Münzen dann spezielle Sachen kaufen. Also manchmal muss man nicht nur Münzen mit Münzen bezahlen. Mach hoch die Tür, mach weit. Wo bin ich hier? Moment mal, ich wollte ja in die Gussfestung, das heißt, das ist der richtige Weg, oder? Okay, eine zerschlagene Schmiede, wo ist da und wo ist hier eine Truhe? Hier ist doch eine... Da wurde mir eine Truhe angezeigt. Wo ist hier eine Truhe? Hä? Bin ich blöd? Wo ist hier bitte eine Truhe? Ich sehe keine unter dem Aschehaufen, nein. Wo ist hier bitte eine Truhe? Ach, unter der Treppe. Unter der Treppe vielleicht. Aha, ich bin so schlau. Money. Jawoll. Und beim nächsten Mal kann ich mir dann diese Technik, den Kabuki-Schlag hier mit den Klauen mir holen. Oh, haben wir etwa hier etwas Spezielles gefunden?
Huhlalala. Eine neue Waffe vielleicht, aber wie komme ich da denn hin? Die Musik erinnert mich an irgendwas. Fährmannsmünze! Oh, tief geht's hier. Ich muss euch sagen, dieses Unterwassergebiet macht mir ein bisschen Angst. Okay, wie komme ich jetzt wieder hoch? Ah, da. Okay, gut. Nee, doch nicht. War das jetzt... Nee, ich muss ja irgendwie wieder hochkommen. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Ah, da hinten. Gut. Zum Glück hat da jemand ein Geländer hingemacht, sonst wäre ich aufgeschmissen. Kletterstufe hoch. Meine Damen und Herren, hier muss ich leider den Part wieder beenden. Ob ich hier zu dieser Geheimnistruhe komme, werden wir im nächsten Teil dann erfahren. Falls Ihnen dieser Part gefallen hat, dann lassen Sie es mich bitte wissen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin der 93 Chovo. Alle auf der Nintendo. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Darksiders 2. Tschüss and goodbye. Coole Pose. Tot. Ich will den immer wieder manchmal kriegen. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Also, Tschüssikowski.